Hallo zusammen, heute bin ich wieder mit Park Wiederbach und es hat sich wieder ein bisschen was getan. Der große Kran ist mittlerweile errichtet und es sieht so aus, als ob noch ein weiteres Turmteil draufgehoben wurde. Ja, da ist noch ein weiteres Turmteil draufgekommen. Ansonsten hatte ich bisher nicht viel getan in den letzten 3 Wochen, dass ich hier war. Die waren wahrscheinlich damit beschäftigt, den Kran aufzubauen. Die anderen beiden Anlagen stehen leider auch immer noch. Ich nehme an, die werden erst alle Anlagen fertig errichten und dann werden sie erst ans Netz angeschlossen, wenn alle 3 fertig sind. Aber ich gesehen habe beim Herfahren, die Turmteile, die beim letzten Mal unten im Ort lagen, liegen nicht mehr da. Das heißt, die liegen wahrscheinlich unten auf der Baustelle. Und da werde ich jetzt gleich mal hinfahren. So, jetzt bin ich an der Baustelle von der E138. Und hier hat sich wieder einiges getan. Mittlerweile ist der Großkran errichtet. Und mittlerweile sind auch alle Teile angekommen. Ich war ja vor 2 Wochen, circa 2 Wochen, 3 Wochen schon mal hier. Da lagen die Turmteile ja noch in Biederbach unten im Ort. Und ansonsten war noch nichts da. Das andere Rotorblatt stand noch auf dem Feld. Mittlerweile sind alle 3 Rotorblätter da. Die Turmteile liegen jetzt auch auf der Baustelle. Hier vorne liegt das Maschinenhaus. Links neben dran der Stator. Und davor noch die Kugelnarbe. Die Mini-Kugelnarbe. Witzig. Die Mini, die ist im Vergleich zu den anderen riesigen Narben von der 441 zum Beispiel. Ja, es hat sich noch nicht so viel getan innerhalb der letzten 3 Wochen. Ich nehme an, die waren wahrscheinlich mit dem Transport und dem Aufbau von dem Kran beschäftigt. Aber immerhin, das erste Turmteil sitzt oben drauf. Da sieht man so ein bisschen den Absatz. Sind auch Arbeiter da heute und ja, ich weiß nicht, ob die heute was machen, aber wäre cool. Naja, wenn jetzt alle Teile da sind, dann geht's hier auf jeden Fall mal voran und ja, dann nächste Woche werden sie wahrscheinlich einen Großteil der Arbeiten erledigen, wenn jetzt alle Teile da sind. So, ich habe es jetzt nochmal richtig nah an die Baustelle rangeschafft. Hier hat man echt einen guten Überblick. Hier unten ein älterer Herr, der sich beim Wandern verirrt hat. Die Arbeiter haben ihn gerade schon darauf hingewiesen, dass er sich bitte zurückziehen soll. Ja, hier unten am Generator wird gearbeitet. Nebendran dann der Stator. Das Maschinenhaus ist noch eingepackt. Da liegen dann die anderen beiden Turmteile. Hat sich auch gerade eben so angehört, als ob jemand im Turm drin ist. Da unten steht nämlich auch die Tür auf. Da sind vielleicht Arbeiter drin, nehme ich an. Aber krass, dass die auch samstags arbeiten. Vielleicht bereiten die Komponenten schon vor und dann geht's am Montag weiter. So, die 3 Rotorblätter sind jetzt auch alle da. Hier die kleine Kugelnarbe. Die ist echt mini. Ja, hier oben sieht man dann die E103. Die steht ein ganzes Stück höher. Aber erstmal abwarten, wenn die E138 160 Meter hoch ist, dann kommen die wahrscheinlich auf die gleiche Höhe. Aber der Kran ist auch echt riesig. Das sah von weitem gar nicht so riesig aus. So, hier hat man nochmal einen sehr guten Überblick über die Baustelle. Hier die E103, im Hintergrund die Baustelle von der E138. Links die 2.
Schanzig. Hier im Hintergrund sieht man den Windpark Prechtaler Schanze mit 3E101 und 3E115. Haben einige vielleicht schon im Windblatt drüber gelesen. So, hier hinten eine E101 auf dem Weißmoos. Dahinter der Windpark Kambacher Eck, 4x E115, 149 Meter Nabenhöhe. So, hier hinten am Horizont der Windpark Gengenbach bei Offenburg. Auch 4x E115, 149 Meter Nabenhöhe. So, weiter rechts. Dann eine der höchsten Erhebungen des mittleren Schwarzwaldes, der Brandenkopf. Links davon war nochmal 2 E115, 149 Meter Nabenhöhe in Fischerbach. Auch im Kinzigtal. Da stehen viele E115 rum. Hier hinten sieht man die Türme für den neuen Windpark Hohenlochen bei Oberwolfach, auch im Kinzigtal. Hier werden 4 E138 IP3 E2 gebaut. Da werde ich auch demnächst mal hinfahren. Hier der Windpark Südliche Ortenau bei Ettenheim mit 7G 2,75 120. Dahinter noch eine E115 und eine kleine Nordex S77 oder Repower MD77. Links davon noch ein paar kleine Nordex N54, die nächstes Jahr repowered werden sollen durch Enercon E160. Hier noch eine kleine E66. Hier hinten der Windpark Freiamt. Eine E82, drei E66 und eine E101 hier hinten im Berg versteckt. Thank you.